will ja immer der Angler der einfachen Leute sein, der Allrounder, der genauso angelt wie ihr auch. Und ich habe auch an keiner Stelle behauptet, wie gewisse Profiliga-Teilnehmer, ich bin der Größte, ich bin der Beste, ich bin der Schönste. Das habe ich nie behauptet und das will ich auch nicht. Ich will euch zeigen, einfach wie ich angel. Und wenn euch das gefällt, dann freut mich das, ja. Und dabei soll es auch bleiben. Und darum werde ich jetzt auch in der Corona-Zeit mich eins machen mit den Anglern, die auch genau wie ich daran gebunden sind, abgelegene Gewässer aufzusuchen. Vereinsteiche sind vielfach gesperrt. Ich habe das große Glück, muss ich jetzt leider sagen, den armen Leuten gegenüber, die in anderen Bundesländern wohnen, dass wir hier in Niedersachsen relativ liberale Verordnungen haben. Man darf also angeln gehen, alleine oder mit einem Familienmitglied. Ja, auf jeden Fall, ich bin jetzt deshalb nicht großartig gefahren, sondern ich setze jetzt das nächste Mätzchen da fort, wo das letzte geendet hat. Und ich möchte euch heute ein bisschen zeigen, wieso diese Zeit des Friedfischangelns im zeitigen Frühjahr, wie das bei mir so nahtlos in die Karpfenangelei übergeht. Unbeabsichtigt und völlig verrückt ist mir das ja im letzten Mätzchen schon gelungen. Wollte ich gar nicht, mit einer Matchroute oder einen Karpfen drillen. Heute möchte ich es mal ein bisschen gezielter machen. Und meistens, das werdet ihr wahrscheinlich auch sehen, wenn man es dann versucht, das gezielter zu machen, dann funktioniert es gar nicht, nicht. Also Angeln ist einfach unvorhersehbar und das bleibt auch so und das ist auch gut so. Aber ich habe trotzdem sicherlich den einen oder anderen Tipp für euch, wie man so im Frühjahr sich so langsam Richtung Karpfen vorarbeitet und mit ein bisschen Glück haben wir auch Erfolg. Und wenn nicht, vielleicht fange ich ja noch ein paar schöne Friedfische. Also, ich lege los. Ich habe dabei eine Matchroute mit Waggler. Ich habe dabei eine Pickerroute mit einem kleinen Olivenblei auf Rotauge und ich habe dabei eine ganz, ganz ultraleichte Karpfenroute von 2,25 Lips. Und ich habe natürlich dabei meinen Mais. Da habe ich ein bisschen weiter mit gefüttert, habe so eine Woche Pause gemacht, als es sehr kalt wurde. Da habe ich jetzt ein paar Bodies beigepackt, passend zum Mais natürlich. Süßer Mais, Vanille, logisch, ne? Und ein paar Pellets, halt, du bleibst hier. Vorfachtäschchen, so weit kommt es noch. Und ich habe dabei meine Schiebkarre. Ja, ich finde die Dinger total cool. Früher habe ich da oft mitgearbeitet, dass ich meinen Trolley nicht vollgepackt habe. Dafür brauchst du wieder eine Liege oder einen Stuhl, um das Ganze vernünftig abzudichten. Das ist ja meist nur so ein Gestänge, so ein Karpfentrolley. Ne? Ich nehme dann die Schiebkarre mit einer schönen Mulde. Da kann ich alles reinschmeißen, was ich zum Friedfischangeln brauche. Das dödelt dann so ein bisschen, wenn man über einen Deich fährt. Hat aber den Vorteil, diese Karren sind ultra leicht, ja. Wird oft von Frauen benutzt, sagte man mir beim Eisenbahnhandel, nicht? Das ist eher was für Frauen, nimm du mal lieber die Betonkarre. Nee, meine Frau schätzt sie nicht nur, ich schätze sie auch. Dann damit über einen Deich oder eine unwegsame Wiese ist eine super Geschichte, nicht? Also das ist nichts schlechter als ein Trolley. Wer so ein Ding zu Hause hat, versucht es einfach mal. Also richtig cool. Ja, Schluss mit dem Gerede. Jetzt baue ich erstmal auf. Was mich wahrscheinlich mit vielen von euch eins macht, ich kann sie mal nicht abwarten. Ich habe jetzt den Vorteil, dass ich direkt hier wohne und dass ich die Routen in ganzer Länge mitnehmen kann. Aber ich bin immer erst zufrieden, wenn eine Route drin liegt. Wenn das der Fall ist, dann kümmere ich mich um die anderen Montagen und die Matchroute ist fertig montiert. Die bringe ich jetzt mal immer als erstes einfach hier aus. Wenn die drin liegt, dann weiß ich, ich habe eine Chance auf den Fisch und dann geht es mir auch besser. Ich muss heute von hier oben angeln. Da unten der freie Streifen, der ist leider verschwunden. Die Pickerroute, die habe ich immer gerne dabei, wenn die Rotaugen beißen. Das wird sich rausstellen. So ein ganz leichtes 10 Gramm Birnenblei oder ich glaube, das sind 15 Gramm. Ja, und dann so eine schöne kurze Pickerroute. Eine Pickerroute ist quasi die Mini-Ausführung einer Federroute. Ne? Also ganz, ganz ultra leicht. Da macht das Befischen von kleinen Fischen richtig Spaß mit. Und da fange ich, ups, im Frühjahr auch gerne mit an. Wieso beißt das denn da jetzt schon? Oh. Wenn es beim letzten Mal genauso gelaufen wäre, ne? Da könnt ihr mal wieder sehen, was das Wetter so ausmacht, ne? Kaum haben wir so die ersten sonnigen Tage mit bis zu 20 Grad. Da habe ich noch nicht ganz aufgebaut. Und schon hängt die erste schöne Brasse. Schönes goldgelbes Tier. Wundere mich ein bisschen. Habe ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet. Wisst ihr auch warum nicht? Weil das plätschert hier überall am Ufer. Die Brassen laichen nämlich. Guck mal hier den schönen Laichausschlag auf der Nase. Bin mir jetzt wieder nicht ganz sicher, ob ich mich jetzt freuen oder mich ärgern soll. Weil ich hatte gehofft, die Brassen laichen.
dann habe ich eine umso größere Chance mit den kleinen Futtermengen, die ich eingebracht habe. Ich bin auch bei einer Dose geblieben, eine Handvoll Pellets und 10 Boilies. Also wie beim letzten Mal, nicht? 11 Maiskörner. Also 10 Boilies ist wichtig, nicht 9,5 und auch nicht 11. Habe ich halt gehofft, dass ich dann umso größere Chance auf den Karpfen habe. Aber jetzt beißen die Brassen trotzdem. Ich sag's ja immer, Angeln ist unvorhersehbar und das ist auch gut so. So ist es, genau das macht unser Hobby so spannend. Hätte ich aber gewusst, wie unvorhersehbar das Angeln in diesem Mätzchen wieder werden würde, oh, oh, oh. Meine Hechtruten oder meine Karpfenruten, in diesem Fall habe ich jetzt eine spezielle genommen, aber die schneide ich dann einfach irgendwann im Herbst ab und mache da meine Hechtmontagen dran, wenn ich mit dem Karpfenangeln aufgehört habe. Dann mache ich Folgendes, ich nehme mir einfach diese 0,38er Monofilhauptschnur, mache da eine 8er Schlaufe rein, ja. Achterschlaufe funktioniert so. Eine normale Schlaufe binden und hier noch einmal drehen. Wenn man dann die Schlaufe durchzieht, dann erhält man hier so eine 8. Seht ihr das? Nass machen. Zuziehen. Hat eine höhere Tragkraft als die sogenannte Doppelschlaufe, wie wir sie früher genommen haben. Hat mein Kumpel Bert mal ganz genau nachgemessen. So, jetzt habe ich hier meine Karpfenmontage. Die habe ich ebenso abgeschnitten und einfach reingepackt in meine Karpfenbox. Das ist in diesem Fall ein Shotrig, aber ich will euch vor allen Dingen hier den Polyleader zeigen, den ich immer benutze, der sich gut an den Grund legt. Da ziehe ich die Schlaufe durch. Ja, die muss also groß genug sein, dass ich das komplette Ding durch diese Schlaufe durchsacken lassen kann. Seht ihr? Ganze Shotrig, da ist aber noch ein Köder vom letzten Jahr dran. Den mache ich natürlich gleich ab. Schwupps. Durch die Schlaufe. Das heißt, wir haben jetzt hier, seht ihr? Schlaufe in Schlaufe, so nennt man das, ne? Schön zu sehen, ne? So, zuziehen, höchste Tragkraft, zwei Schlaufen ineinander, das ist perfekt. Und hier ist das Shotrig, Blei unten dran und ich kann loslegen. Die alten Dinger ab vom letzten Jahr. Ich habe ein recht kurzes Haar, dann brauche ich wieder einen Extender-Stopp, weil ich möchte ein bisschen länger. Ich habe hier immer neun Pop-Up-Dosen. Die haben für euch natürlich Beschriftung. Für mich ist das wieder mal Prototyp. Ich vermeide unnötige Werbung. 15er Boilies. Und die nehme ich jetzt hier für mein Shotrig. Ich mache Folgendes. Ich nehme ein kleines Maiskorn. Das ist in meiner normalen Karpfenbox drin. Ja? Das kennen die ja jetzt. Diese Maiskörner, die ich hier in meiner Karpfenbox habe. Ja? Das ist diese fertige Box, die zu kaufen ist. Seht ihr das, wie weich die sind? Könnt ihr das sehen? Das ist richtig wie Silikon. Das ist richtig butterweich. Das ist weicher als ein Maiskorn aus der Dose. Das ist richtig genial. Seht ihr, wie schwabbelig das ist? Das habe ich nicht mittig getroffen. Das macht aber nichts, weil die Dinger, die halten auch nicht was aus. Ich nehme mir einen von meinen süßer Mais-Vanille-Pop-Ups. Muss in meinem Alter mit meinem schlechten Augenlicht jetzt irgendwie hinkriegen, das blöde Haar offen zu machen und damit dann Beulennadel durchzukommen. Zieh die beiden da drauf. Ich mache keine Sperenzchen jetzt mit großen Fluo-Maiskörnern. Die hätte ich mir jetzt auch rausnehmen können. Ne? Und weil ich das Haar ein bisschen verlängern möchte, nehme ich mir einen von meinen Extender-Stops. Das sind die V-förmigen. Mit denen kann man halt dann quasi das Haar auf eine gewisse Weise verlängern. Ich habe schön oben auf meinem Boilie noch ein kleines Maiskorn drauf und jetzt kurz zur Funktionsweise von dem Shotrig. Da liegt das Blei am Grund. Ich kann hier mit zwei Stoppern verstellen, wo genau der Pop-up sein soll und dann hängt er so quasi in der Schnur und hakt sich wie gehabt unten am Blei. Ne? Ich fische das nicht so oft und auch nicht ganz so gerne, aber heute macht das wirklich Sinn, weil knapp über Grund habe ich im Moment die meisten Erfolge. Immer ist man nur am Suchen, ne? Im letzten Film habe ich immer die kleinsten Maiskörner gesucht, jetzt suche ich die größten. Besonders lustig finde ich das ja immer, wenn mich Leute fragen, ob ich mal an deren Gewässer kommen kann, um mal kurz alle Fische rauszufangen, damit die wissen, was für einen Bestand sie haben. Ne? Ja, so ähnliche Anfragen gibt es tatsächlich. Ne? Wenn Matze Koch hier ist, dann fliegen die Fische ja aus dem
Teich raus, nicht? Das ist völliger Quatsch, ist das nicht? Das ist eine komplette Fehlannahme, dass ich was anderes bin als ein Angler, ne? Augen auf und flexibel bleiben, das heißt, dass man sein Gewässer auch studiert, ne? Aus einer Wägler-Montage, die im Moment eben nicht so gut rutscht. Was ist denn los damit? In diesem Gewässer hier zum Beispiel, da war das früher immer ein Phänomen. Das ist total interessant. Ich habe hier früher sehr viel auf Karpfen geangelt. Und da war das immer ein Phänomen, wenn es sehr windig war, so wie jetzt, ne, dass man einen schönen, kräftigen Wind drauf hatte, dann konnte man sich darauf verlassen, dass man schon im hellen Karpfen fing. Wenn es aber spiegelglatt war, kann ich mich nur an extrem wenige Ausnahmen erinnern, wo ich Karpfen gefangen habe. Die haben dann erst immer nach Einbruch der Dunkelheit gebissen. Ja, nun frag mich mal, woran das liegt. Keine Ahnung. Ist einfach so, ne? So muss man stückweise dahinter kommen, wie sein eigenes Gewässer funktioniert, ne? Typischer Brassenbiss. Anheber. Oh, Mist. Nicht gehakt. Schnurbogen war zu groß. Kann man mal wieder sehen heute, was das für eine Berechtigung hat, ne? Wenn man verschiedene Routen, verschiedene Posentypen benutzt. Wenn ich jetzt heute hier, ich hatte das erst überlegt, wieder mit dem Stick angreifen würde, mit so einer ganz kleinen Pose nur, so eine Köderfischpose, sag ich mal, ne? Da hätte ich keine Chance, ne? Die weht einem so über die Wasseroberfläche. Der Wind ist nicht so stark, ne? Das haben mal geschätzte 4 Windstärken vielleicht, aber der weht halt genau hier in den Deich rein, ne? Dass der hier richtig Fahrt aufnehmen kann. Und ich musste selbst jetzt runtergehen mit dem Waggler, damit mir der Wind nicht ständig den Waggler von der Stelle pustet, ne? Es hat also alles seine Berechtigung, dass man verschiedene Montagen benutzt. Und ich glaube, mein Shotrig, das mache ich gleich auch ab. Da habe ich noch nie einen Piepser drauf gekriegt. Wenn hier Brassen am Platz sind, das haben wir ja gemerkt, da müsste sich zumindest ab und zu mal irgendwie einer melden und Hallo sagen. Piep, piep. Oder Quack, Quack. Frösche werden auch schon wach. Hier könnt ihr schön sehen, dass auch die Rotaugen Laichausschlag haben, ne? Ich weiß gar nicht, wo die Brassen bleiben, Mensch. Fing so stark an. Ich dachte, ich kann mich jetzt hier vor Brassen nicht retten. Jetzt beißen nur noch die Rotaugen. Ah, vielleicht leichten doch schon mehr, als ich dachte. Aber was ich jetzt auf jeden Fall mache, ist, ich werde meine Karpfenmontage ein bisschen aufpeppen. Und ein bisschen weiter ausbringen. Ich glaube, die sind weiter in der Mitte. Da habe ich bisher die schönsten gefangen, die Rotaugen jetzt. Bei Kurzansitzen, da setze ich eher mal so auf Dips und Powders und Pop-Ups und Shotrig. Ich pop das jetzt nochmal ein bisschen, pep das jetzt nochmal ein bisschen. Ich pep den Pop-Up auf. Ja? Pep den Pop-Up auf. Also wenn ich mir jetzt einen Krankenwagen und ein Ballettkleid tätowieren lasse, dann habe ich ein Tatü-Tata-Tütü-Tattoo. Ich weiß nicht, warum ich jetzt dran denken musste. Schön rein. Jo. Und dann gucken wir mal, ob damit ein Karpfen verrückt spielt. Puh, oh, oh. Süßer Mais, Vanille. Beißt man fast selber rein. Geht jetzt mal ein bisschen mehr in die Mitte.
Ich genoss den traumhaften Nachmittag an meinem Hausgewässer in vollen Zügen. Ich fing noch einige weitere schöne Friedfische, Brassen, kleine Güstern und Rotaugen, aber nichts davon lohnt sich jetzt in die Kamera zu halten und einen Karpfen zu überlisten, das gelang mir an diesem Tag leider nicht mehr. Aber ich wollte in diesen Mätzchen ja vor allen Dingen zeigen, wie der Friedfisch im Frühjahr oftmals mein Ansporn ist, zu anderen Fischarten überzugehen. Das kann der Karpfen sein, das kann aber auch der Aal sein. Bei uns endet die Schonzeit leider erst am 15. Mai. Das heißt, die schönste Zeit auf Aale muss man zunächst mal mit Wurm verbringen. Aber langsam an. An einem winzig kleinen Kanal hatte ich 2 bis 3 Mal mit nur wenigen Händen voll Mais und Pellets und wenigen Boilies, ich glaube es waren 13, angefüttert. Schauen wir also mal, ob da vielleicht was geht. Und das hier ist der kleine Kanal, von dem ich rede. Ich habe kürzlich ein Nostalgiemätzchen veröffentlicht und mal so spaßeshalber gesagt, man könnte es ja mal wieder probieren. Hätte ich gewusst, was mich hier erwartet, hätte ich es gelassen. Ich habe zum Glück meine Moni dabei und hoffe, dass sie zumindest irgendwie einen Aal oder eine Schleie fängt, aber Karpfen habe ich mir schon fast von der Backe geputzt. So flach ist das hier. Unglaublich. Schade, wenn so ein Gewässer vor die Hunde geht, aber was willst du machen, ne? Ich habe gerade noch ein bisschen hier geguckt, ob hier irgendwo was Tieferes ist. Ne, alles gleichermaßen verflacht. Naja, das zeigt auf jeden Fall eines, nicht? Es sind oftmals Anfragen da, ne? Ich meine, wo bist du da, ne? Ich breche dann immer zusammen, ich kann das nur immer wieder sagen. Es bringt nichts, nur die Stelle zu kennen, nicht? Das bringt nichts. Ich habe keine Wunderstellen. Ich habe Stellen, die ich beobachte, von denen ich weiß, zu einem bestimmten Zeitpunkt kann die mal Erfolg bringen, nicht? Aber es gibt keine Stellen, wo man immer hingeht und einfach fängt. Im Gegenteil. So eine Stelle, wo ich früher vielleicht mal Karpfen gefangen habe, vor 15 Jahren, in diesem alten Mätzchen, ja, da kriege ich jetzt vielleicht gar nichts mehr, weil es einfach viel zu flach ist. Vielleicht kommen die hier jetzt zum Leichen rein im Juni oder sowas. Ich weiß es nicht. Okay. Messen wir erstmal die Temperatur. Mann, Mann, Mann. Nicht zu glauben, ist das flach geworden. Ist wirklich nicht zu glauben. Ich habe ja gewusst, dass das Gewässer verlandet, ne? Aber dass das so schlimm ist. Und keine 40 cm mehr. Wohlgemerkt in der Mitte. Mal ein bisschen tasten hier. Der Grund ist zumindest schön fest und noch einigermaßen krautfrei. Das reicht mir. Ja. Es ist nicht zu fassen. Es ist nicht zu fassen, wirklich. Nein, wir wollen kein Geld in die Hand nehmen, um dieses Gewässer interessant zu halten. Nein, das wollen wir nicht. Nein, meine Suppe esse ich nicht. Na gut, dann nicht. Ja, den für hinten habe ich noch nicht dabei. Den muss ich noch holen. Ah, das liebe ich ja so an kleinen Gewässern, ne? Muss nicht groß loten oder irgendwelche Distanzen ermitteln. Und man kann mit 2 Fingern anfüttern, ne? Denkt an die 11,5 Maiskörner, ne?
Ja, im Frühjahr kann man halt ein bisschen sachter rangehen an die Sache. Ich werde jetzt erstmal die Temperatur ermitteln. Hoffentlich ist er nicht noch mehr gesunken. Das glaube ich jetzt nicht. Ich habe einen Karpfen an der Leine. Das kann ich nicht glauben. Die haben doch gar keinen Platz hier, so flach ist das. Das glaube ich nicht. Ich bin gerade hier. Ich habe die erste Rute drin. Die liegt seit 2 Minuten drin. Das gibt's nicht. Das gibt's echt nicht. Ich habe die ersten Pieper nicht mal ernst genommen. Hey, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das glaube ich einfach nicht. Wie passt der hier rein? Der kann hier doch nicht mal aufrecht stehen bei 40 cm. Ich glaube das nicht, ich glaube das nicht. Ich glaube das echt nicht. Das kann doch nicht sein. Und der hat ganz schön Dampf, der Junge. Ganz schön Mühe mit meinem Monophil hier, den er jetzt von den Seerosen abzuhalten. Ich komme da nicht drüber weg. Das gibt's nicht, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Und der ist gar nicht mal schlecht. Ich habe hier mit 5 Pfündern gerechnet. Ich komme da jetzt nicht drauf klar. Echt nicht. Kann nicht wahr sein. Leute, ich komme da jetzt nicht drauf klar. Der kann auch gar nicht irgendwie abziehen. In die Tiefe kann er nicht. Darum plätschert er hier alle an der Oberfläche rum. Ich hab ihn. Ich komme da nicht drauf klar. Ich komme da jetzt nicht drauf klar. Ich komme da nicht drauf klar. Das gibt's nicht. Und der hat bequem 20 Pfund. Ich bin im falschen Mätzchen. Ich krieg das nicht auf die Reihe. Das gibt es einfach nicht. Ich kann nicht angeln, Leute. Ich bin einfach nur ein unfassbarer Gustav Ganz. Bitte verzeiht mir. Blöd bin ich auch noch. Ich habe beim ersten Ansitz des Jahres, der nur kurz ansetzt werden sollte, echt jetzt auch noch meine Abhakmatte vergessen. Hohes Gras und meine Jacke muss jetzt herhalten. Hakensitz zeige ich euch normalerweise, habe ich jetzt schon rausgemacht. Saß hier perfekt in der Unterlippe. So wie sie es gehört, ne? Gott, 22 Pfund. Ich kann es nicht glauben, 22 Pfund hätte ich im Leben nicht mitgerechnet. Ich hätte jede Wette verloren. Erster Karpfenversuch, 2 Minuten. Ganz ruhig bleiben, Matze, ganz ruhig bleiben. Was hast du gemacht?
Du hast mit 2 Dosen Mais angefüttert. Du hast gemerkt, dass es viel zu flach ist. Dann hast du dir eine harte Stelle ausgeguckt, die einigermaßen krautfrei ist. Hast sie abgelegt, wolltest die Temperatur messen. In dem Moment gibt es 3 Piepser, die ich nicht ernst genommen habe, weil gerade eine Windböe kam. Dann gab es mehr Piepser. Die Route bog sich durch. Ich rannte hin. Ich habe einen Fisch dran. Ich habe mich von den Seerosen abgehalten. Und es ist ein Karpfen von 22 Pfund. Das ist doch alles fake, oder? Der Fisch ist aus dem Fischgeschäft. Unfassbar. Das war schön am Angeln, nicht? Immer wieder ein Traum. Meine Pumpe ist immer noch nicht wieder runter. Ich finde das so geil. Das ist das Geile, dass man beim Angeln immer diese mega Überraschungen erleben kann. Ne? Gut, ich erkläre nochmal kurz meine Montage, weil das ja immer wieder gefragt wird. Übrigens, falls ihr euch mit der Route wundert, ich muss immer wieder Prototypen testen. Dazu werde ich auch gleich noch einiges erklären, was es bedeutet, Produkte zu entwickeln, was es bedeutet, Prototypen zu testen, um mal einen Einblick zu geben. Aber ich muss auch immer wieder Aktionen testen. Und dazu kann es manchmal auch gut tun, meine alte Route auszuprobieren. Die hier, die habe ich irgendwie vor 15 Jahren, da fing ich, glaube ich, gerade bei der Fish and Fang an, da habe ich die mal für die Fish and Fang getestet. Die heißt Dead Bait Distance. Das ist also eigentlich eine Hechtroute, die ist butterweich, ja, damit man einen weichen Köder weit auswerfen kann. Das war der Gedanke damals, von Balzer natürlich, nicht? Die habe ich jetzt mal wieder dran gemacht, mit sehr, sehr vielen Ringen und 2,25 Lips hat die nur. Also fürs Frühjahr Karpfen ideal. Und da es immer wieder den Stress mit Balzer gibt, ne, Malze, du kriegst keine leichten Routen von uns, die liegen wie Blei im Regal. Das haben wir mal gemacht mit 2,5 Lips Route, die wurde nicht verkauft. Nicht? Und da kann ich Balzer nur recht geben und sagen, scheiße, ich hatte Unrecht. Nicht? Aber da ich eine weiche Route will, nehme ich halt eine alte Balzer. Und die ist richtig, richtig geil, die Route. Habt ihr gerade auch gesehen im Drill, nicht? Aber was wollte ich erzählen? Genau, ich habe meine Freilaufrolle dran mit Monofil, weil ich auch gedacht habe, ach komm, fängst hier einen 8-Finder, dann hast du Glück gehabt. Ne? 22 Pfund, gehen da aus den Seerosen raus mit Monofil. Das war schon kritisch. Gut, Montage. Inline-Blei, Polylider und ich habe hier einfach 3 Dosen Maiskörner. Und dann habe ich eins von aus meiner Karpfenbox, diese Komplett-Karpfenbox genommen. Das sind diese silikonweichen Maiskörner. Die haben einen unfassbar intensiven Geruch nach Vanille. Nicht? Und gefüttert habe ich, womit erinnert ihr euch, die Handvoll Boilies, habe ich genommen süßer Mais Vanille. Süßer Mais, weil das mit Dosenmais eben harmoniert. Und mein Plan war, rechts eine mit Boilie und links eine mit dieser Maiskette. Und ja, der Rest ist Geschichte, nicht? Ihr habt es gesehen. Gut, und dann habe ich wirklich, ihr habt auch gesehen, wie viel ich gefüttert habe. Ne? Das waren keine 20 Maiskörner. Ne? Unfassbar. Gut, wieder rein mit dem Ding. Das heißt, nee, ich werde jetzt noch mal ein bisschen, weil nach so einem Drill, da tut sich in der Regel nichts mehr für 2 Stunden in so einem flachen Gewässer. Ich werde den mal ein bisschen aufpeppen und dieses schöne Gelee-artige Dip süßer Mais-Vanille, um noch eine kleine Wolke um meinen Köder zu erzeugen. Und dann wieder eine Handvoll Maiskörner. Ich glaube, es sind 24 jetzt. Ich habe ein bisschen erhöht. Geil! 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 Ey, das ist da keine 40 cm tief, wo ich den gefangen habe. Keine 40 cm. Ey, wenn ich ein Berliner wäre, würde ich sagen, Edik Globig, nicht wahr? Aber da ich ein Ostfriese bin, muss ich leider sagen, da kann ja wohl die Wurmeln, sowas. Ist das geil. Nochmal ganz kurz zur Montage hier, dieses Schlaufe in Schlaufe, ja, das ist für mich ein Grundprinzip. Ich knote hier nicht mein Vorfach an diesen Ring-Swivel, der unten dran ist, der soll für die Beweglichkeit des Vorfachs sorgen, sondern ich ziehe die fertige Schlaufe des Vorfachs da einfach durch, ja,
Und dann ziehe ich quasi auch hier einfach den Haken komplett durch die Schlaufe. Ja? Das ist immer das gleiche Prinzip bei mir, weil das wirklich eine ganz, ganz einfache und wenn man nicht so doof ist, das über diesen Nübbel zu kriegen, hier auch sehr, sehr schnelle Methode ist. Schlaufe einfach eingeschlauft. Ne? Und dann ziehe ich das einfach so, dass das festsitzt. Das hat eine Bärentragkraft. So, ne? Dann wieder schön ins Blei reinziehen. Ne? Für die halbfeste Montage, die ich gerade noch so ganz nebenbei natürlich völlig absichtlich demonstriert habe, dass der Karpfen nämlich das lösen kann. Nicht im schlimmsten Fall, wenn er mal einen Hauptschnurbruch kommen sollte. Das passiert auch dem besten Angler irgendwann mal. Möglichst selten sollte es passieren, nicht? Aber gut, und dann kommt hier jetzt der Boili dran. Süßer Mais, Vanille. Ah, schon ein bisschen Kraut. Es wird immer flacher. Das gibt's nicht. Das sind 30 cm. Dann kann ich nie angeln. Immer schön tasten, ne? Sehr weich da, schlammig. Seht ihr hier? Da möchte ich nicht drauf angeln. Das ist nicht so schön. Da hinten ist ein bisschen besser gewesen. Aber ich werde hier auch noch eine schöne Stelle finden, denke ich mal. Das ist ein bisschen besser da drüben. So, ich muss den zwar nur ablegen hier, aber nach da drüben. Da muss ich doch einen kleinen Schwung nehmen. Und weil mein Haar gerade schon im Schwung eingefangen hat, kommt natürlich mein Flop drauf. Hep. Passt. Hier habe ich auch Geflecht drauf jetzt. Da wird es jetzt richtig gefährlich mit den Seerosenfeldern, ne? Schön schräg, dass die da weit rein zeigt, die Route, weil ich will auf Backleads verzichten. So, und jetzt ein paar Worte für euch zum Thema Produktentwicklung. Ich habe das schon mal in einem älteren Film gesagt, aber da stellen sich viele immer so was ganz Tolles drunter vor. Ich erkläre euch, was Produktentwicklung ist, mal schrittweise. Erstens, was kriegt man da an Routen? Das hier ist jetzt ein sogenanntes Aktionsmuster. Daran kann ich nur testen, wie ist die Aktion. Und das ist natürlich am besten, wenn man das dann auch beim Angeln probiert. Ich muss es also jedes Mal neu montieren mit einem super billigen Rollenhalter, den ich euch niemals verkaufen würde. Roten Ringen, die aus einer Konservendose geschnitten sind. Hier unten ist noch nicht mal eine Abschlusskappe drauf. Da wird halt gespart, wo es geht. Billigstes Moosgummi. Und dann muss ich nur die Aktion testen. Das ist alles, ne? Das ist Produktentwicklung, ne? Das ist nicht immer lustig. Ich würde jetzt lieber mit meinen fertigen, schönen Karpfenruten, die schon auf dem Markt sind, angeln, ne? Aber ich muss halt sehen, dass ich für das nächste Jahr schon die Aktionen begründe. Will ich die ein bisschen weicher machen oder ein bisschen härter? Hier geht es gerade um die Naturpeitsche. Ja, nützt nichts, da muss man mit sowas angeln, ne? Das ist nicht wirklich lustig. Da war wohl nur eine Brasse. Ja. Durchgesackt, ein Stück auf mich zugekommen. Hat auch ein Stück mitgenommen, aber hat sich nicht gehakt. War wahrscheinlich wieder eine Brasse. Das ist das Schöne an diesem extrem flachen Gewässer. Da kannst du sofort sehen, wenn ein Karpfen gebissen hat, weil in 40 cm Tiefe gibt es einen dicken Schwall und einen schwarzen.
eine dicke schwarze Schlammwolke. Ne? Das ist nicht der Fall, also kann ich jetzt 100% sagen, das war eine Brasse. In der Regel ist das so, dass Karpfenangler das immer viel zu schnell als Brasse abtun, nicht so ein Fehlbiss. Meistens sind es auch vorsichtig beißende Karpfen. Na gut, die Fische sind zumindest aktiv. Das ist die erste Nervensäge. Aber auch die Brassen geben mir einen guten Aufschluss darüber, ob meine Montage gut arbeitet. Ne? Wenn man da 5 Stück in der Nacht von hat, dann ist man natürlich genervt. So können sie sogar ein wichtiger Indikator sein. Als Indikator schätze ich Weißfische durchaus. Nicht? Man weiß, ist das Futter genommen worden? Ist Bewegung am Platz? Mit welchen Ködern sollte man arbeiten? Wenn Brassen zu sehr nerven, gehe ich komplett auf Boilies und lasse Dosenmais lieber außen vor. Wenn ab und zu, kein Problem. Kann das vielleicht die Karpfen sogar neugierig machen, wenn da 5, 6 Brassen am Fressen sind. Nicht? Also nicht immer gleich schimpfen, sondern sich erstmal die Situation zunutze machen. Und wenn man dann irgendwo den ganzen Nachtansitz macht und man hat dann wirklich alle Nase lang eine Brasse dran, dann ärgert man sich natürlich, das kenne ich. Da muss man halt mal seine Taktik ändern. Haar etwas verlängern. Beim Karpfen schadet das überhaupt nicht, dann hakt man damit trotzdem sauber. Meistens ist es sowieso ein Fehler, das Haar zu verkürzen. Lieber ein bisschen länger als ein bisschen zu kurz, dann arbeitet das meistens sauberer, die ganze Geschichte. Und man kann den Boilie vergrößern, die Hakengröße ändern. Man hat eine Menge Möglichkeiten, nicht? Ganz verhindern kann man einen Brassenbiss nie. Aber man kann sie so ein bisschen im Zaum halten. Im schlimmsten Fall nimmt man halt mal einen 24er Boilie oder sowas, nicht? Gut. Die sieht mir jetzt aber zu dezimiert aus, die wird erstmal wieder frisch bestückt. Und mal wie in guten alten Zeiten anfangen, ne? Was zu essen zu machen. Wir müssen Stimmung kriegen hier. Schöne Suppe warm machen. Es ist richtig kalt noch, muss man echt sagen. Ich bin der Meinung, den April, den gibt's nicht mehr. Der April hat sich vorverlagert. Der Mai ist der neue April. Wir essen neuerdings Suppe im Block. Hoffentlich muss nicht anbrennen. Ich muss erstmal ein bisschen Flüssigkeit kriegen hier. Hallo. Aber die Buchstaben kann ich schon erkennen. D, C, J. Nervensäge Nummer 2 ist da. Kescher muss ich schon nehmen. Der ist nicht waldgerecht, der ist zu schwer. Das ist schon eine schöne Brasse, ne? Scheinen mit dem Leichen fertig zu sein, die Jungs. Und es schmeckt ihnen wieder. Sogar ein süßer Mais-Vanille-Boilie. Wie gesagt, Brassen sind für mich Indikatoren, die... Jetzt habe ich aber genug von diesen Indikatoren! Heute Nachmittag, als ich losfuhr, da war ich so pessimistisch, ich hätte mich über 1, 2 Brassen wirklich gefreut. Die Angler sind eben bekloppt. Und ich ganz besonders. Ist noch ein Tick zu hart. Da wird mir dann doch ein neues Muster fällig. Der Eisblock ist weg. Ich brauche die Hühnersuppe nicht mehr lutschen. Wetter kommt das richtig gut, ne? Ach Quatsch, abschmecken brauche ich ja gar nicht mehr, ist ja fertig. Mhm. Oh ja, das kommt bei der Scheißkälte echt gut, ne? Ja.
keine Tomatensuppe mehr mit Frikadelleneinlage, wie früher. Heute gibt's Hühnersuppe. Wir sind älter geworden. Was im Nord sind, oder? Das Nord? Also du bist älter geworden, ich nicht. Oh, nee! Ah, oh, doch. Schon wieder. Vermute ich mal. Ja, immer, wenn man gerade was isst, ne? Es ist wie verhext, oder? Falscher Alarm, ja. Und dann lohnt sich das doch nicht mal. Achso, ja, kurz zur Aufklärung. Das war das Blässhuhn. Das ältere Blässhuhn. Noch älter als du. Aber draußen schmecken heiße Suppen sowieso mal besser, ne? Muss gerade dran denken. Ich habe ja früher wirklich so Tomatensuppe mitgenommen. Oft hat man die sogar selber gemacht. Und dann habe ich dann da eine Frikadelle warm gemacht und habe die da in die Suppe reingemacht, um ein bisschen Fleischanlage zu haben, ne? Improvisiertes Karpfenangleressen halt. Ich weiß noch, da war ich mal auf einer Messe. Da kam so ein Vater zu mir. Ihnen habe ich zu verdanken, dass mein Sohn nur noch Tomatensuppe mit Frikadellen isst. Da habe ich damals schon gemerkt, scheiße, ich scheine einen gewissen Einfluss auszuüben. Nur negativen, nach der Ansicht dieses Vaters. Nee, dann noch. All die Väter mit reinnehme, die nur wegen mir einen Angelschein machen mussten für ihre Söhne. Oh, oh, oh. Es ist ja gut, dass die Fische unsere Drehbücher schreiben, ne? Aber manchmal wünsche ich mir schon eine etwas andere Dramaturgie im Film, ne? Dass das Highlight am Schluss kommt und nicht, wenn man gerade aufbaut, ne? Aber so ist Angeln und ich will es so vermitteln, wie es ist. Ich möchte Angler der Allrounder sein und ich möchte auf eine einfache Weise zeigen, wie man an seine Fische kommt. Und ein paar Dosen Mais zu füttern, das kann jeder von euch. Damit kann man, wie man sieht, sehr, sehr gut zum Erfolg kommen. Da muss man sich also nicht Unmengen von Boilies kaufen. Und das, was ich auch immer wieder gerne sage, dieser elendige Film, den ich gemacht habe zu meinen neuen Booster Balls, dass alle nur noch Weißbrot Kartoffel kaufen, ja, das ist ein geiler Köder. Ich habe diese Köder gemacht für den Allrounder. Weißbrot Kartoffel basiert darauf, ich kann irgendwo angeln gehen, wo viele Enten gefüttert werden. Da wird Weißbrot reingeschmissen. Kartoffeln kann ich günstig mit anfüttern. Angel dann über Nacht mit dem Weißbrot Kartoffelboilie und alles ist gut. Das Ganze klappt aber genauso gut mit süßer Mais Vanille. Vanille ist einer der häufigsten verwendeten Lockstoffe in irgendwelchen Angelködern. Ja? Und mit süßem Mais, das ist Sweet Corn, das ist das, das sagen die Engländer, zu Dosenmais, Sweet Corn. Also süßer Mais, damit ist Dosenmais gemeint, ja. Mit Dosenmais füttern, mit Boilie, süßer Mais, Vanille habe ich heute nur einen Brassen gefangen, eine Handvoll drauf, das reicht, nicht? Und es gibt noch jede Menge andere Varianten. Bleibt flexibel, nicht? Kokos, Karamell, Quitte süß, wenn ich das in den Mund nehme, dann denke ich immer aus irgendeinem Grund an die Kaugummi-Zigaretten aus meiner Kindheit. Müsste mal ausprobieren, ganz absurd. Wie auch immer dem sei, bleibt flexibel, macht nicht immer alles stumpf nur nach, sondern guckt an eurem Gewässer, was das Beste ist. Fragt auch ortskundige Angler. Ich kriege so viel Zuschriften. Matze, ich wohne im Allgäu und hier ist ein See. Und wie kann ich da am besten füttern? Leute, das weiß ich nicht. Ja, ich bin einfach ein Allrounder und ich muss mich auch erst an jedem Gewässer neu zurechtfinden. In diesem Sinne, fragt die ortskundigen Angler, fragt eure Händler und bleibt flexibel. Hinter meinen Produkten stehe ich auf jeden Fall. Das habe ich in diesem Film auch einigermaßen gezeigt. Und ich wünsche euch viel Erfolg beim Karpfenangeln. Und sicher werde ich dieses Jahr noch den einen oder anderen Film machen, wo ich auch mal wieder übernachte. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mätzchen mit hoffentlich etwas spannender verlaufenderen Dramaturgiekurve.